herzliches Willkommen zum nächsten Video. Für uns geht es heute weiter Richtung Süden. Und zwar machen wir einen Zwischenstopp in der schönen Stadt Gruja, bevor es dann weitergeht an den nächsten Strand, wo wir an einer Strandbar stehen mit einem Strand mit einer wahnsinnigen Tiefe. Aber ich will nicht zu viel verraten. Ich würde sagen, los geht's, kommt mit uns. Einen schönen guten Morgen. So, was machen wir hier gerade, Jenny? Frühstück. Genau, wir machen jetzt Frühstück und da hinten, ich zeige es euch gleich, hat sich schon der nächste SUV festgefahren. Wie lautet dieser Spruch nochmal? Je mehr du deinem Allrad vertraust, umso länger ist der Weg zum Traktor. Ja? Genau, so, guck mal da. Aber ich würde ihn ja rausziehen. Aber wir haben das Dachzelt noch aufgebaut. Von daher wird es leider jetzt erstmal nichts, außer er hat genügend Zeit. Also die probieren da gerade rum und es wird nichts. Wir frühstücken jetzt erstmal. Und für uns, wo geht's heute hin, Jenny? Was haben wir nur geplant? Jenny hat gerade keine Ahnung. Eigentlich wollten wir zum Oritzsee. Oder eben auf jeden Fall Gruja wollten wir uns auch mal angeschaut. Und da werden wir wahrscheinlich Gruja anfahren, vielleicht machen wir noch einen Zwischenstopp. Mal schauen. Na, perfekt, perfekt. Können wir die anderen Beeten noch mit reinlegen. So. So, ihr seht, der Himmel ist leicht bewölkt. Es ist noch etwas trüb. Aber da hinten reißt es langsam auf und die Wolken scheinen sich zu verflüchtigen und dann kommt hier bald die Sonne raus und dann kriegen wir auch endlich wieder ein bisschen Saft auf die Batterie, weil das wird langsam grenzwertig mit der Batterie, aber wir schauen mal. So, die Sonne kommt raus und wir gehen jetzt nochmal ins Wasser, bevor wir dann hier irgendwann zusammenbauen und uns verabschieden werden und nach Gruja wahrscheinlich fahren werden und uns Gruja mal anschauen. Jetzt! Da gehen die raus. So, sage ich immer, Hagi freut sich immer. Gruß an Hagi, wenn du das sehen solltest, ich lasse es extra für dich drin. So, ja, da war's wieder. Wir sind gestartet auf den Weg Richtung Gruja, befinden wir uns jetzt und Gruja ist, ich gucke mal nach, 6 Kilometer folgen. Genau, und zwar sind das knappe 58 Kilometer und naja, ein bisschen mehr als eine Stunde und 15 Minuten sind es. Und dort gibt es dann Mittag und dort schauen wir uns dann mal um, wo wir die Nacht verbringen werden. Wir haben jetzt gerade noch einen Schweizer rausgezogen mit seinem Audi, der sich dort eingebuddelt hatte, aber das war ziemlich tricky, ihr habt es wahrscheinlich auch auf dem Video gesehen. Wenn ich es ordentlich gefilmt habe. Wenn es Jenny ordentlich aber gefilmt hat. Aber ich glaube nicht. Warum? Naja, weil es ist halt so. Super. Also, okay, wenn das... Seht, also der lag schon auf, also der hatte sich so eingegraben, dass der Unterboden schon auf ist. Das war das, was so tricky war, den rauszubekommen und er ist immer wieder eingesunken. Ne? So ein A7 wiegt eben hoch und wenn man da ein bisschen buddelt mit normalem Reifen, schwierig. Und da hat einer, ich habe mich mit dem unterhalten, Albaner, der zieht dort jeden raus. Und er meinte, das ist sein Business. Ne? Ich hoffe, ich bin da nie in seinen Bereich eingedrungen. Aber der arbeitet sich da mit seinen fetten Ballonreifen durch den Sand und da hatte selbst er zu tun, als jetzt gerade noch ein Audi hin. Ne? Also ohne Allrad, wirklich ohne Allrad macht es keinen Sinn. Wir hatten jetzt wie viel, nur heute früh alleine, wie viel haben sich da festgefahren? Ach, fünf bestimmt. Fünf, sechs. Mit dem Audi waren es schon sieben, glaube ich. Teilweise sogar Jeep, aber halt SUV mit Allrad. Aber Allrad ist eben neben gleich Allrad. Ich glaube, das habe ich schon genug gesagt. So, und jetzt geht's für uns Richtung Gruja. Und da fahren wir dann über den Bazar ein bisschen schlendern, oder? Mal angucken. Gruja soll sehr schön sein.
Dann stürzte genau. Das Gebäude. Los geht's. Los geht's. Gerade eingewiesen auf dem Parkplatz. Schöner Blick. Und hier geht es ganz schön runter. An der Seite. Ich glaube, das sieht man gar nicht so. Genau, also wir haben jetzt hier bei dem netten Herrn einen Parkplatz bekommen, ne, Jenny? Ja. Und gehen jetzt nach Gruya rein. Wir haben jetzt 300 Lek bezahlt. Müssen wir noch mal umrechnen, was das kostet. Wenn wir da oben bei ihm essen im Restaurant, bezahlen wir nichts, wenn wir die Quittung mitbringen für 2500 Lek. Gut, wir gehen aber erstmal was essen da oben, würde ich sagen. Gehen wir gleich mal gucken, oder? Also wir filmen mal durch den Zaun. Was? Ein netter Herr hat uns jetzt gerade noch mal erklärt, da hinten ist die Adria. So, wir haben jetzt mal preismäßig geguckt. Pizza um die 5 Euro, eine Salami-Pizza. Und wir haben fürs Parken 2,89 Euro. Wenn wir jetzt hier natürlich essen, oder 2,5 bringen. Auf jeden Fall bekommen wir, wenn wir für 2500 Lek hier essen würden, was wir jetzt gerade nicht schaffen, wenn wir die Pizza genommen haben, würden wir die 2,89 Euro Parkticket erlassen bekommen. Aber ich denke, das tut jetzt nicht weh. Das ist eigentlich echt ein günstiger Parkpreis. Der Herr war super nett, hat uns eingewiesen. Ne? Also. Mal sehen, ob wir wieder rauskommen. Genau, mal sehen, ob wir wieder rauskommen. War sehr eng, mein Jenny. Wir gehen dann auf den Bazar, fangen essen und jetzt essen wir erstmal. Und dann sehen wir uns auf dem Bazar wieder, würde ich sagen. Also Jenny, so gerne wie ich hier hoch wollte, aber da bleibt gerade kein Bock drauf. Guck mal, das hört gar nicht auf, das Reis kann man ja schon. Gehen wir durch den Bazar, dann fahren wir zum Stellplatz. Wir gehen jetzt zum Bazar. Auf jeden Fall einfacher Wechselkurs, einfach 2 Kommastellen wegnehmen und dann habt ihr den Europreis. Mal die Steine an, die sind wie poliert. Die sind sauglatt, kann man sagen. Mülltonnenlagerung ganz anders. So, da unten steht das Auto auf dem Parkplatz. Und jetzt wird es da, wenn ich da brennt, vermutlich wirklich was. Guck mal da hinten. Ich habe jetzt leider nur das kleine Objektiv dran und da hinten durch, wenn ihr das sehen könnt. Da ist das Meer, die Adria. Down low.
Da? Am da? Stellplatz. Am Meer. Aufgebaut. Wir waren jetzt noch was essen, wir waren im Wasser. Das war ein hammermäßiger Sonnenuntergang. Ein Feuerball ohne Ende, wir haben es im Zeitraffer gemacht. Die Wellen, die sind monstermäßig. Wir gehen noch mal vor, denke ich. Und ich werde noch mal ein paar Bilder machen. Dann, wenn es dunkel ist, noch mal ein paar schöne Aufnahmen irgendwie. Aber die Sonne ist eben weg, die geht hier zeitiger unter. In Griechenland haben wir dann morgen schon Zeitumstellung. Was heißt Zeitumstellung? Wir müssen an die Zeitumstellung auf jeden Fall denken, denn das ist eine andere Zeitzone inzwischen dann schon. Und wir machen uns jetzt noch einen gemütlichen. Und ich würde sagen, ich gehe noch mal bei Jenny gucken. Jenny zieht sich gerade noch um. Aber Jenny, ja. So, Jenny ist nass. Okay. Wir sagen jetzt Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao. Kakao. Und an was sollen wir mal denken? Ans Abonnieren? Und ans Daumen liken. Daumen geben. Liked mal unseren Daumen. Den hier zum Beispiel oder den von Jenny. Auf jeden Fall lasst gerne einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo. Und im Übrigen, ich gehe mal weiter, bei Rakib. Wir verlinken das auf jeden Fall. Findet ihr die Bar, die ist jetzt schon zu. Rakibs Bar. Und wir stehen hier für 0 Euro. Wenn man was isst, denke ich, ist es gar kein Problem. Es gibt Pommes. Kleines Angebot ist in Ordnung. Es gibt Toiletten. Wir fühlen uns hier sehr willkommen. Ganz lieber, netter Herr. Und der hat einen super Beach. Jetzt guckt mal da hinten den Beach an. Ich mache jetzt noch ein paar Fotos durch die Blume. So, jetzt guckt euch das mal an. Da wird gerade noch ein Fotoshooting für eine albanische Hochzeit gemacht.